Ich weiß nicht, was du von mir willst. Entweder du redest mit mir oder ich gehe gleich einfach. Reicht jetzt. Reicht, ne? Ist gut jetzt? Dann aufhören. Reicht jetzt. Junge, wenn ich sag, es reicht, dann düse ab. Das reicht jetzt, Digga. Mach jetzt einen Abgang. Ansonsten rufen wir die Polizei. Also geh. Ja, verpiss dich. Geh. Du musst eine Fresse haben, oder was? Jetzt geh. Die Polizei. Wir sind gerade in der Stadt. Manchmal bei der Gegenstraße. Und wir werden gerade von jemandem belästigt in einem Entenkostüm. Das ist ein Kollege, der da filmt. Was hier gefilmt wird. Kann ich nicht beantworten, ich fühle mich hin gerade. Wisst ihr, was deine Mission ist? Nee. Alles klar. Mach's gut, ne? Wiedersehen. Ich will in meiner Mutter mit meiner Frau das Kostüm von dir machen. Ja. Danke. Kommt mir extra für den Eis nach bisher her, um sowas zu sehen. Ja. Gehst du nochmal kurz aus, ne? Du kommst mal. Das war ein Fiat, genau. Das ist ein Fiat, das sind doch andere, die auch wieder weg rein, ne? Also, ja, aber dann sind die halt dumm. Für jetzt, für hier heute, wir wollen den Platzverweis aufgrund dessen, dass sie irgendwie durchführen. Aber nicht, dass sie nochmal einzutreffen sind. Mag ich nicht. Sollte das sein, in den Raum brauchen wir nicht. Okay. Das wären nur die Folgemaßnahmen, die ich Ihnen androhen muss. Ja. Ja. Dann tschüss, schönen Tag noch. Dagobert reiht sich frei, das Fettkapitalistenschwein. Und der größte Vollidiot ist Quack, der Bruchpilot. Doch die größte Bitch im Endpack ist seine Freundin Daisy Duck. Heimlich will sie den Schwanz von Gustav fucking Arroganz. Die gehen mir alle auf den Sack. Außer Donald Duck.